war. Der sollte nicht getötet werden. Ah. Hm. Nein, ich will das alles haben. So. Das ist doch Ino. Ja, Freier. Aber nicht dahin. So, sie ist jetzt bei dir. Ich weiß nicht, was du da treibst. So, du bist ja meine Süße, nie? Was für eine Action, da. Ja. Also, für die Zukunft merken, wenn du oben auf dem Berg bist. Hör nicht auf deinen Mann, der doch sagt, oh, komm mal im Dunkeln die Aussicht bewundern. Ich kann ja nicht ahnen, dass du Freier auf Folgen hast. Ja. Da unten eine Schlange? Rechts? Eine Schlange? Oder der T-Rex? Ich sehe nix. Da unten? Ja. Das könnte irgendwie... Wieder zumindest mal gucken. Irgendein Tier sein. Ein Tier-Rex. Tier-Rex. Weiß ich nicht, was das ist. Ein Argentavis immer hier. Was hat denn da dabei? Eine Kralle. Hey! Ich wollte nachgucken, was der hat. Und Säbelzahn. Ich hab's dir doch gesagt und dann bin ich da am Hacken, du stellst dich im Weg. So. Das war nur ein leerer Säbelzahn. Gut. Da haben wir ja ganz toll. Ich guck mal, wie viel Pelze ich habe. Ich habe 57. Und du? 27 und 3, 30. Mhm. Und ich habe 2 Prime Meat. Okay, dann können wir ja weiter. Es reicht ja hinten und vorne nicht. Ich sehe da vorne Bäume fällen. Warum? Da habe ich Angst. Da ist ein Bronto. Meistens ist das ein Bronto. Ist das ja oder auch Ino. Ein Über-T-Rex. Nee, nee, das war hier unten, war das. Hier habe ich einen Baum fallen sehen. Wo ist denn unsere Hütte? Oder ist das ganz woanders? Wir hatten doch so eine Stadt. Da hinten ist ein Tiger, ja, links. Bronto sehe ich. Ganz da. Links, hinten am Berg, ist ein Tiger. Der hat doch auch Fell, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Müssen ja aber eigentlich. Doch ein Tiger. Ein Säbelzahntiger. Oh, guck mal. Und eine Kackwurst von Ino. Oh ja. Gegen die kämpfe ich jetzt mal. Gegen den hier? Nee, gegen die Kackwurst. Ja. Ich möchte den aber... Oh, das tut mir jetzt leid. Ich wusste ja nicht, dass er so schnell umfällt. Lass mal gucken, ob der keiner guckt. Dann guck ich mal, ob der was dabei hat. Schau mal, der kämpft hier, der Bronto, gegen irgendwas. Ah, da ist ja der T-Rex, den ich eben gesehen hatte. Wo? Rechts. Oh ja. So weit ist der schon? Da muss ja auch runtergefallen sein. Mhm. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Und ja, da ist eine Hütte, seht mal. Das ist ja schön. Da kann ich ja Sachen loswerden. Klopf, klopf. Weißt du, was ich jetzt mache? Boah, der erste ist aber ein hübscher Vogel hier, der Pterodon. Der ist ja hübsch. Hübsche Zeichnung. Oh. Aber leider war er im Weg. Kennt ihr das hier noch? Das kennt ihr gar nicht, ne? Hat mir das nicht mal gehabt hier in so einem Let's Play? Doch, hatten wir doch gehabt. Tempi steht hier. Ein Level 2 Dilo. Ja, der hat also bestimmt Level 10 mittlerweile. Nö. Ja, Level, ja, jetzt hat er Level 3. Der hat aber bestimmt Hunger. Der muss mal was zu essen kriegen. Ino, gib mir mal ein bisschen Fleisch. So. Hm. Was denn? Wir sind jetzt ziemlich genau in der Mitte der Insel. Das heißt, wir sind genauso weit weg von unserem neuen Zuhause wie von unserem alten Zuhause. Das ist doch schön. Ich wollte hier nur mal verweilen und das Eisen schmelzen. Haben wir eigentlich einen Ofen drin? Schaut Nein, mal, diese kleine süße Hütte nicht. Hier. Ist die nicht toll? Die finde ja. ich total niedlich. Aber wir könnten... Ich würde gerne hier draußen so einen Ofen bauen. Darf ich das? Ja, zum Eisen schmelzen. Weil hier der Berg in der Nähe ist und so. Und
Dann brauche ich aber. Brauche ich aber Ino. Ino, komm mal mit. Was brauchst du denn? Am besten eine Foundation und so einen Ofen. Nein, ich wollte F drücken. F, 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 F. So, dann nehme ich ein bisschen Eisen raus und kann mich nicht bewegen. Ich tue ups, ein bisschen Eisen rein, kann mich immer noch nicht bewegen. Ich werde ja wahnsinnig. Ja, das ist doch doof. Ich meine, so ein Mensch, der muss doch was tragen können. Na gut, ich kann es aber auch keine 100 Kilo tragen. Ich kann vielleicht 30 Kilo tragen, mehr nicht. Ich bin nur Schwächling. Hier irgendwo ein... Na? Ein Ada. Ein was? Ein Feuer. Feuer ist ja da. Ah, oh, das ist ja blöd. Ich tue hier erstmal Kram rein. Also alles für... Nee, Chitin brauche ich auch nicht, Keratin. Dann brauche ich... Nee, das brauche ich nicht. Nein. Hallo, ich habe mich vertan. Shift rüberziehen. So. Dann tue ich das hier rein. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil... Werde ich dich mal ein bisschen befreien. Oh, 60 Kilo. Kannst du behalten? Was kannst du behalten? Was kriegst du? Das kriegst du. Was kriegt sie? Ah. Ich gehe da mal... Holz holen. Holz holen. Da unten ist ein hübscher T-Rex. Holz holen. Da hinten ist Holz. Entschuldigung. Holz, ja, wir brauchen ganz viel Holz. So, ich habe auch Eisen reingetan in die Kiste. Ja. Haben jetzt auch Holz holen. Brauche aber auch noch was zu essen. Ach, wieder Schnitzel, lecker. Ja, kann ich auch wegmachen. Oh, ein Spinnen. So schön, wie die da rumtollen. Ja. Die sind irgendwie sehr verspielt, die Spiele. Ja, wie so kleine Hundewelpen. Ja. Wieso habe ich mein Mikro an? Hat man dich hört? Das muss man ja nicht. Aber das hört man ja eh durch die andere Aufnahme. Das weiß ich doch nicht, warum du sowas machst. Das weiß ich auch nicht. Kann ich jetzt so eine Steinfoundation bauen? Eine Steinfoundation, die kann ich nicht bauen, weil mir ganz viel Holzstein fehlt und Zetsch. Das fehlt mir Zetsch. Aber wir machen es schon wieder. Fällt dir das auf? Was? Wir gehen mal Fälle holen. Ja. Wir machen wieder was ganz anderes, was eigentlich gar nicht auf dem Plan stand. Doch, wir sind auf dem Berg. Da waren jede Menge Mammute. Aber auf dem Berg ist auch jede Menge Eisen. Was natürlich... Und dann haben wir noch Blümchen gepflückt. So, ich habe jetzt eine Foundation. Und du musst, glaube ich, diesen komischen Ofen bauen. Den kann ich nämlich nicht. Kannst du nicht? Na gut, dann mache ich den. Ich kann doch mal einen Grabstein. Ich brauche dafür aber auch noch ziemlich viel Felle. Die habe ich aber mit. Fälle habe ich auch. Steine vor allen Dingen. Ja, das ist ja kein Problem. Nee, ich bring noch welche mit. Soll ich noch Steine hauen? Ich weiß nicht genau, wie viele ich jetzt brauche. Einige. Ich nehme Steine. Ich hack hier noch Steine weg. Ach. Ich glaube 150 oder so, ne? Naja, ich glaube, sowas in den Dreh war das. Macht ja nichts. Das kriegen wir ja schnell zusammen. Ich habe ja den ganzen Kram. Das Metall habe ich ja jetzt.
in der Kiste ins Haus getan. Dann habe ich ein bisschen Platz in Ilo. Ne? Das ist doch schön. Aber das war ja echt eine Action-Ebene. Mit dem, dass wir die wiedergefunden haben, finde ich gut. Ja. Dass sie nicht gestorben ist. Das kann ich behalten. Das will ich ja noch viel tun. Komm doch mal ein bisschen näher, Ino. Nee, Ino bleibt hier. Nicht Ino, Feier. So vertiere ich mich jetzt immer. Das finde ich gut. Du doch sonst immer. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ich finde das nicht gut. Ich finde das doof. Ich finde das toll. Hier sind so Steinfell, so kleine Haufen auf dem Boden. Macht mal mehr. Aber die Bäume fallen ja schnell durch meine Axt. Ich habe zum Glück noch eine andere Metallaxt mit. Die nutze ich nämlich ganz schön schnell ab. Also meine blaue Axt, die hält ja richtig gut. Habe ich eine blaue Axt oder war das die grüne, die du mir gebastelt hast? Ich weiß nicht, eine blaue weiß haben wir noch gar nicht, oder? Oder hattest nee, du eine grüne, grüne. Ich meine, du hattest mal eine blaue. Nee, nie gehabt. Dann war das eine blaue Pickel. Oder? Du hattest mal eine blaue gehabt. Ja, weißt die du nicht, ob das die Axt ist, oder die ist aber, glaube ich, die ist im Haus. Sowas benutze ich nicht, das ist mir immer zu schade. Ja, da also hast ich du jetzt viel von, wenn die im Schrank liegt. Ich habe, glaube ich, genug Steine für dich. Nein, nicht ganz, aber du hast ja auch noch Steine mit. Ne? Da ist ein ja, Skorpion. Vielleicht mache ich sogar zwei. Ja, macht ja nichts. Hier sind ja auch noch Steine, den Rest können wir jagen. Da muss man nicht so weit laufen. Ja. Zwei T-Rexe jetzt. So, dann baue ich mal hier die Foundation hin, ne? Aber ich habe nur Stein für eine Foundation. So. Aber da kann man ja schon mal sowas rauf tun. Oh, ich bin ja auch... Soll ich noch eine Foundation machen? Wenn du kannst, ja. Ich muss aber auch mal gucken, weiß was nicht. Die Dinger kosten. 125 Steine. Ja, so, die habe ich. Ich habe natürlich jetzt nicht genug. Ich tue die mal mit ins Haus. In die Truhe hier. Ich muss mal niesen. Ich bin so doof. Die hat frei, ja doch. Nein, Ino. Oh Mann. Cool. Das ist so im Alter. Dann ist man verwirrt. Ja, sind wir beide verwirrt. Das Gute ist ja, wir tun uns zusammen. Nein, wir sind ja zusammen und dadurch egalisiert sich das wieder. Meistens. Also das ist dann egalisiert. Das ist dann egal. Huch. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Das ist so schön, diese kleine Hütte. Das finde ich schön, wenn man überall sich so einen kleinen Zug Fluchtsort schafft. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Oh, der ist aber auch schick. Der T-Rex da. Der ist ja schick. Wie groß ist der denn? Ich guck mal. Der ist 5. Aber der hat so einen weißen Kamm auf dem Rücken. Und jetzt wollen die hier... Die könnte man ganz toll zähmen, weil die genau hier unter uns stehen. Allerdings musste Freya dann auf... Ja, der hat mich gesehen. Der will hier hoch. Moment, noch nichts machen. Ich muss die passiv machen. Ja, natürlich musst du die passiv machen. Ich mach die auch mal auf passiv. Papier! Wo rennst du denn hin? Ja, du musst... Drück einfach mal U. Hab ich ja. Einfach immer U drücken. Und dann ist er noch ein paar Schritte gelaufen. Ja, dann stellen die sich nochmal in Position. Was ist mit dem Kleinen hier? Ja, der ist der auf passiv, der Kleine? Passiv, ja. Boah, ist der schick. Ich aber jetzt erstmal... Ich muss das ändern hier. Ich habe früher nämlich den Bogen immer auf 4 gehabt. Und dann die Fackel auf 6, glaube ich. Nee, die Fackel war auf 5. Ich drücke nämlich immer ganz schnell die 4 und dann... Und mein Bogen ist kaputt. Muss ich den nehmen? Das ist genauso kaputt. Den könnte man jetzt sehen, weil der andere wie da drüben ist. Wie groß ist der denn? 4. Aber guck ihn dir erstmal an.
Da unten, da. Genau unter dir. Nein, nicht da, nicht da. Komm hier, ja. Komm, zack, 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 hier. Ganz vorsichtig an die Kante. Oh ja, der ist hübsch. Ne, mit diesem Kamm. Das ist ein Männchen oder ein Weibchen? Das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Ein Männchen. Level 5. Aber wenn wir den da zähmen, dann wird er sowieso vom Piranhas gebissen. Warum wackelt der so mit dem Arsch? Der will da raus. Trampel auf der Stelle. Der macht eine Kneippkur. Ja, und lassen wir den da. Ach, den will ich gar nicht haben. Da sind auch schon Piranhas, die da rumschwirren. Was fliegt da denn wieder in der Luft? Diese Insel ist ganz mystisch. Da fliegen irgendwelche Vögel in der Luft rum. Die sind alle ganz blutig. Oh. Das Weibchen wird da gerade... Das ist bald tot. Das ist aber auch was? Hübsches. Das ist gerade... Da drüben, da, ne? Ja, der, das ist der, ja der... Der kämpft gegen einen Affen. Und gegen den kleinen Vogel. Echt? Der trifft den kleinen Vogel ja nicht. Der oh, der Affe hat Level 16. 16, ja. Das überlebt ihn nicht. Nö. Ist schon ganz. Und der kleine Vogel, den trifft sie ja nicht. Nö, der Affe. Jetzt ist der andere wieder da, der andere T-Rex. Jetzt mischt er auch noch wieder mit. Jetzt haben die sich wieder lieb. Vielleicht schaffen die es ja doch. Ist ja auch ein Pärchen. Ja, ja, eben. Jetzt spinnen die Ringel rein. Das ist schön. Die sind alle ganz verknotet. Wird man das Ringelpiez mit anfassen? Ja. Oh, jetzt ist er hin. Oh. Aber, guck mal, das finde ich gut, dass die jetzt die doch nicht wegessen. Jetzt könnte man den ziehen. Der ist echt hübsch, ne? Mit dem weißen Streifen auf dem Rücken ist irgendwie schick. Ich glaube, Ino ist jetzt eifersüchtig. Ja, aber Level 5 ist mir ehrlich gesagt zu klein. Ja, mir auch. Na, jetzt 50 hätte oder so. Ja. Und ich gesagt, ja, klar. Mach mal. Das stimmt. Aber dann müssen wir viel Fleisch sammeln. Ja. Okay, dann hacke ich hier noch ein paar Steine. Ich brauche hier noch mehr Steine. Ja, ich auch. Unmengen. Ich wollte nicht aufsteigen. Ich wollte mal hier. Habe ich hier noch? Ich habe hier noch 100 Holz. Oh, ganz schön was los hier in der Ecke, ne? Irgendwie? Ja. Ich hatte Steine in die Kiste gelegt, wenn du irgendwas da bauen willst, ne? Einen habe ich schon gebaut. Das ist ja toll, du hast ja schon einen Ofen gebaut. Ja, ich habe den auch schon angemacht. Ich hätte gerne noch eine Foundation daneben. Willst du mich jetzt veräpfeln? Ach, ich habe die ganze Zeit mit der Spitzhacke gehauen, ne? Ja, ich muss nochmal los. So, ich bin nochmal weg. Da vorne sind ja noch ein paar Bäume. Noch ein paar Bäume fällen, das hilft ja nichts. So, du folgst wieder Ino und du bist mal wieder auf neutral. Oder so. So. Kann ich ja dann auch noch bauen. Die Foundation kann ich noch machen. Aber echt? Ich hätte gerne noch Schrägen davor. Schrägen? Ja, da, so, damit man da besser hinkam. Ja, ja, das kann man ja machen. Foundation kannst du auch bauen? Steine ja, waren ja schon noch. Gemacht. Ja, ich hatte auch noch genug. Waren ja noch einige. Im Dingsbums. Oh nee, das geht hier nicht ran. Was? Da ran schnappen? Nee, ja. Dann setz hier ein Stück tiefer, ist egal. Weil die Hütte im Weg ist. Oder vorne ran. Hä? Ach so. Hierhin. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Komm mal hier, Ino. Ino hat mich auf den Kopf genommen. Das war ja süß. Ich sagte, komm mal hier, Ino, ne? Oh, das ist ja lieb. Und da hat sie mich so... Ey! Du! Hilfe! Was machst du? Ich bin im Ecki drin!
Ich wollte gerade das hinsetzen, hat mich mitgenommen, ich komme nicht raus. Wo bist du drin? In dem Stego. Ah. Aber, nee, das... Jetzt bin ich rausgesprungen. Du, ich stehe auf dem Kopf von Ino. Die hat mich wirklich mit dem Kopf so von unten aufgesammelt. Total lieb. Ja, ich bin irgendwie in den Stegosaurier da reingeraten, in dem Wilden hier. So, was brauchst du denn noch an Material? Ich kann auch wieder nicht... gar nichts mehr so, ne? Das ist irgendwie ganz kaputt hier. Holz, ich brauche jede Menge Holz zum Befeuern von Teilen hier. Ja, das stimmt. Ich mach mal Holz. Kannst du aber auch ein Monster und Petal bauen. Dann kann ich die Sparkpuder machen. Weil ich so viel Flint habe. Ino? Hörst du auf? Was macht sie denn da? Die schmust die ganze Zeit mit mir. Oh. Springt sie bestimmt wieder, ne? Ja, natürlich. Da kennt sie ja gar nichts. So. So, dann komm mal hin. Wo ist sie denn? Da. Ah, und dann stellt sie ihr Beinchen irgendwie ganz demonstrativ auf so einen Stein rauf. Das ist viel so süß. Ich komm zurück. Genau. Mach das. Da drüben liegt ein toter T-Rex und noch... Oh, der ist auch tot! Ich würde ja gerne looten. Oh Mann! Dann geh doch looten. Ist ja nicht so weit, du brauchst nur dahin. Ja, ich muss dir ja erstmal so einen Scheiß hier geben. Hast du schon alles gebaut hier? Warum bin ich an die Sachen holen gegangen? Und dann kann man hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich wollte dann hier noch ein bisschen weiter bauen. Ein bisschen... Okay. Ist egal. Du gehst looten und ich baue hier rum. Geht denn das am besten lang hier runter, ne? Da runter ist ja die einfache. Das ist die kürzeste Variante hier, glaube ich. Aber komm mal wieder hoch. Ja, das ist ja egal, das kann ich ja darum. Ja, ja, Piranha. Der hat dabei irgendein Rezept. Das ist gut. Hier für diesen Heiltrank. Aber wir haben eh kein Feuer hier, ne? Nee. Was ich merkwürdig finde. Aua. Schon wieder diese scheiß Ameisen, ne? Aber auf Ino ist er Verlass. Ne? Ist das doch schnell, da wieder hoch zu gucken? Ja, nicht ganz. Oh, das ist so eine geile Ecke hier, ne? Die mag ich total. Ja, ne? Und die schick gemacht. Da kommen bestimmt wieder Piranhas. Ich habe eben schon Piranhas gegessen. Naja gut, sie wollten's. Ich guck mal, ob ich da hochkomme. Ich brauche bloß ein bisschen Anlauf. Hast du das Feuer an? Ja. Und ich habe dir da so ein Porta-Pestel hingestellt. Geht natürlich nicht. Scheiße. Aber ich habe keinen Flint. Flinte habe ich in die Truhe getan. Ganz viel. Rund über 100 Stück. Über 100 Stücke. So, jetzt komme ich nach Hause. Na, nach Hause nicht, aber da vorne hin. Und ich habe mit Primeat. Das soll nämlich in den Ofen.
Feuer vorne. Man will immer schnell laufen und Ino. Wo ist das Feuer? Da. So. Nee. Inventar. Nein, E. Ich wollte F drücken. Mann, was ist denn hier wieder alles drin? Kram. Ja, viel Scheiße. Kram. Scheiße ist da drin. Nee, eine Menge Scheiße. Nee, ist schon gut. Ich brauche nur Holz. Hast du noch Holz? Steine? Steine und Holz. Wo ist denn alles das Poster? Und hier Metal? Vor meinen Füßen. Ach, jetzt hat sie es rausgenommen. Ja, weil ich es da reintun wollte. Ich muss. Ah. Was ist? Ich darf auch mal. Nein. Das verrottet doch mein Fleisch hier. Mein Primate-Fleisch. Das wäre schade drum, oder? Oh, siehste. Das ist wichtiger als jedes Eisen. Eine schöne Keule zum Abendessen. Man in den Ofen auch. Nee, kannst du doch kein Fleisch machen, oder? Nein, aber hier in dem Lagerfeuer. Und da jetzt Barkpuder kein Kohle macht, können wir da gleich wieder neues Zeug hier reintun. Mit 27. Und noch eins rein. Und die auch noch da rein. So. Doppelklick geht besser, dann muss man doch nicht blöd dreckern doch machen. So, dann hoffe ich mal, das wird was. Müsste doch, das reicht. Schön. Möchtest du eine Keule? Ja. Ja, kriegst du eine Keule. Kriegst sogar zwei Keulen. Trinken muss ich auch gerade mal. Ich hab nämlich wirklich viel Hunger und Durst. Du hast. Ich habe auch hier dein anderes Fleisch noch, ne? Das tue ich gleich in Freier rein. So. Oder? Ne, das kann ich dir auch hinwerfen, ne? Ich nehme mal die Hälfte davon weg. Da. Bitteschön. Das andere kann ich ja noch mal braten. Kannst noch mehr braten, ja. Brauch nämlich auch noch einiges. Ja. Wie viel Eisen haben wir denn schon fertig? Hast du alles rausgemacht? Ja, ich habe alles hier in den Öfen gemacht. Kann man aber nicht von hier bedienen, ne? Durchs Fenster, weil wir kein Fenster da haben. Schade. Das wäre schön. Hier müsste ein Fenster sein von innen. Eine Fensterwand. Ich guck mal, was das kostet, eine Fensterwand. Ich weiß nicht, warum da kein Fenster ist. Wir brauchen ja immer Fenster. Fenster brauche ich Holz, Thatch, Fiber. Oh, Mensch. Einmal. Wo ist denn der Kleine? Ich bin hier. Tempi. Tempi? Ach, Tempi. Tempi. Use. So. Na, dann kann man hier nämlich schön die beiden Öfen von drinnen bedienen. Ja, aber die backen jetzt von alleine. Ja, ich meine ja nur. Wenn Mama hier so Steine hat, also Mama, wenn Mama hier Steine hat, wenn man mal Steine hat, dann kann man die von drin, also Eisen. Ich habe Steine, ich habe gar keine mehr. Dann kann nämlich einer die Sachen hier in die Truhen tun. Dann kannst du ja gleich in den Ofen tun. Ich finde es trotzdem schöner mit dem Fenster. Ja, du kannst dann einfach auch das Metall mal rausnehmen. Eben, und in die Truhe drin tun. Genau. Ich brauch noch. Was brauchst du noch? Ich hatte keine Jetzt hat's Steine geleckt. Ja. Ich darf nicht lecken. Es ging aber heute eigentlich, ne? So wir schlimm. Pink von da nicht. Gestern war das ja ganz schlimm. Das konnten wir gar nicht. Das ging gar nicht. Hat ja gesehen, ne? Hieß ja auch die Folge so. Was leckt denn hier? Nee. Ach, leck mich doch. Hm.
Ja, gut. Dann mache ich mal noch was fertig hier, was ich vorhin schon machen wollte. Das ist leider wieder zu wenig. Schade. Da ist kein Ruder mehr drin. So, hier kann man jetzt auch hochlaufen. Aber auch nicht mehr viel Fleisch. Aber wir haben wieder richtig viel Eisen, das finde ich gut. Ja, das war immer wieder nötig. Wieder hatten wir gar nicht mehr. Nee, das lag daran, weil ich... Die Leitungen und so, es war nicht so einfach. Die muss man dauernd neu verlegen und das frisst so viel an Material, weil man das nicht so schön machen kann. Ich wünsche mir eine Spline-Funktion. Ich habe so viele Ideen für Mods. Jetzt leckt es aber auch wieder. Ja? Wahrscheinlich. Jedenfalls könnten wir keine Besucher haben, weil ich dann Passwort gesetzt habe. Falls wir da gestern Besucher gehabt haben. Das weiß man ja nicht. Das zeigt ja nirgendwo an anscheinend. Ja, aber das hält unsere Leitung nicht aus. Nee. Das kannst du voll vergessen. Okay. Dann sehen wir uns... bald beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Tschüss. Beim nächsten Mal. Tschüss.